bin die Birgit Sparber, ich komme aus Südtirol und ich habe den Wunsch verspürt, an einer großen Klinik zu arbeiten. Und da hat sich eben das Klinikum der LMU Großhadern angeboten. Ich war sofort begeistert, vor allem vom Team, also jung geblieben und dynamisch. Ich bin jetzt seit 16 Jahren hier und wie es aussieht, werde ich auch noch ein bisschen bleiben. Also ich bin zuständig in der Regel für 2 Patienten und habe da den absoluten Überblick. Ich kann mich auf die 2 Patienten konzentrieren. Ich weiß alles, von der kleinen Zehe bis zur Nasenspitze, von der Ernährung bis zur Beatmung und Ausscheidung. Was ich sehr toll hier finde, ist die Kommunikation mit den verschiedenen Berufsgruppen. Die Pflege hat hier eine Stimme. Wir werden immer gefragt bei jeder Visite. Mein Name ist Michael von Bergwelt. Ich bin Onkologe und Intensivmediziner hier am Klinikum der Universität München. Die internistische oder konservative Intensivstation ist etwas Besonderes. Anders als in den operativen Fächern ist es hier so, dass wir unsere Aufnahmen wenig planen können. Das heißt, es handelt sich häufig um Patienten, die mit Notfällen auf die Station kommen. Und das ist dann eine sehr dynamische Situation fürs Team, aber auch für die Patienten und die Angehörigen. Also die Seelsorge unterstützt natürlich die Angehörigen und die Patienten und natürlich können wir auch auf ihren Rat und auf ihre Tipps zurückgreifen. Wenn es mal drückt, wenn was zu viel wird, hat sie immer ein offenes Ohr. Also es gibt natürlich sehr viele schöne Momente im Stationsalltag, die einem persönlich auch in Erinnerung bleiben. Beispielsweise hatten wir mal eine junge Patientin, da ging es sehr, sehr schlecht. Also sie hat ganz dringend eine Lunge gebraucht und es war wirklich ein Leidensweg. Und dann am Heiligabend, am 24. kam dann die Lunge und es hat alles gut funktioniert. Und es war dann schon sehr schön und auch sehr beeindruckend. Also es war ein Gänsehauterlebnis. Grundsätzlich werden hier ganz viele Fortbildungen und Weiterbildungen angeboten. Mittwochs beispielsweise haben wir unsere Mittwochsfortbildungen. Da wird immer ein Thema aufgegriffen. Und das ist auch so fixer Bestandteil der Wochenplanung. Wir sind hier einer der führenden Medizinstandorte in Europa. Jetzt gerade werden wir die modernen Zelltherapien durchführen. Das ist extrem komplexe Medizin und hierfür brauchen wir Pflegekräfte, die auf Augenhöhe wirklich Hochleistungspflege machen. Das Team, was wir hier vor Ort haben, das ist wirklich exzellent. Aber wir brauchen immer wieder Leute, die motiviert sind, auch Lust haben, neue Dinge zu lernen, die vielleicht auch noch nicht in der Ausbildung vermittelt werden. Die Vereinbarkeit für Familie und Beruf ist hier auf jeden Fall gegeben. Also ich habe 2 kleine Kinder und man muss immer präsent sein, hier bei der Arbeit und dann eben auch daheim. In unserem Team bräuchten wir auf jeden Fall Unterstützung, nette Kollegen. Wir arbeiten alle sehr, sehr gerne. Wir sind am Puls der Zeit, sage ich mal. Also es wird hier richtig intensiv Medizin gemacht. Das Schöne ist, die Patienten profitieren davon.